Danke, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viele von Ihnen haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen, aber Viktor Orbán hat noch immer nicht bezahlt. Letzte Nacht um Mitternacht ist die Zahlungsfrist abgelaufen. Die ungarische Regierung schuldet der Europäischen Union 200 Millionen Euro. Und jeden Tag wird es jetzt noch eine Million mehr, weil die ungarische Regierung das Gesetz bricht, weil sie das EU-Recht missachtet und das Urteil des EuGHs, weil sie denjenigen, die Schutz suchen vor Krieg und Verfolgung, systematisch diesen Schutz verwehrt. Viktor Orbán geriert sich ja oft gerne als der starke Mann, der die Grenzen schützt. Aber es gibt eben zwei Viktor Orbáns. Es gibt den Grenzendicht-Stacheldraht-Orbán und es gibt den Herzlich-Willkommen-in-Ungarn-Orbán. Denn bei einer Art von Migration scheint er sehr offen zu sein, also dann, wenn es um Menschen geht, die aus Russland oder Belarus kommen. Und mit dieser nationalen Karte öffnet er Tür und Tor für Spione und Saboteure in die Europäische Union. Er untergräbt die Geschlossenheit der EU gegenüber den Kriegsverbrechern im Kreml und er gefährdet unser aller Sicherheit, weil er gemeinsame Sache macht mit Putin, hier bei den Visas, aber wir sehen es eben an vielen anderen Stellen auch. Er missbraucht sein Veto für Putin und sie klauen zusammen Geld. Was schweißt schon besser zusammen als gemeinsam Geld klauen? Bei Orbán geht es eigentlich immer ums Geld, am liebsten natürlich um unser EU-Geld. Bei seiner Putin-Liebe können wir wahrscheinlich nicht viel machen. Wir sollten allerdings vorantreiben, ihm sein Veto zu entziehen mit dem Artikel 7. Beim Geld haben wir noch mehr Spielraum. Da sollte die Kommission endlich in die Wege leiten, nicht nur Teile der EU-Gelder einzufrieren, sondern alle EU-Gelder, weil alle von Korruption bedroht sind. Und wir sollten nicht länger besorgte Briefe schreiben, sondern wirklich agieren. Bis der Rechtsstaat wieder funktioniert, bis EU-Recht wieder durchgesetzt wird in Ungarn und bis wir sicher sein können, dass keine russischen Spione oder Saboteure über Ungarn in die Europäische Union kommen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben gerade den Tiergartenmörder angesprochen. Der ist doch erst von der deutschen Bundesregierung nach Moskau zurückgeschickt worden. Sie haben eben gesagt, dass der Rechtsstaat weitestgehend funktioniert. Wir hatten am Montag hier eine Debatte zu den Solingen-Morden, die ja Ausdruck waren, dass das Dublin-Abkommen nicht funktioniert. Wie hoch würden Sie denn den Schaden beziffern, den die deutsche Bundesregierung unter Ihrer grünen Mithilfe in den letzten Jahren zum Schaden der europäischen Bevölkerung angerichtet hat? Beziffern Sie bitte diesen Schaden, der ist, glaube ich, deutlich höher als 200 Millionen Euro. Herr Kollege Freund. Ich glaube nicht, dass es da einen Schaden gibt. Die deutsche Bundesregierung setzt die Urteile des Europäischen Gerichtshofs um und ist da auch, vielleicht haben Sie das gesehen, gar nicht zu einer Strafe verurteilt worden. Das heißt, es gibt da keinen finanziellen Schaden für das EU-Budget. Die ungarische Regierung ist aber verurteilt worden. Da stehen 200 Millionen Euro auf dem Deckel und die müssen jetzt bezahlt werden. Vielen Dank.